Ich wusste, dass ihr dieses Video anklicken würdet und deshalb herzlich willkommen. Und da ihr gerade zuseht, ich werde jetzt noch mehr Gedanken lesen. Dazu brauche ich natürlich euren offenen Geist, den ihr zweifelsohne habt, und wir müssen auch ein bisschen warm werden. Das geht ganz gut, wenn ihr einen Taschenrechner nehmt. Ihr könnt natürlich auch im Kopf rechnen, wenn euch das lieber ist. Tippt erstmal eine dreistellige Zahl ein, aber die Ziffern müssen immer kleiner werden. Zum Beispiel 832. Und dann tippt auf Minus. Dann tippt ihr eure Zahl in umgekehrter Ziffernfolge ein. In meinem Fall würde aus 832 238 werden. Dann tippt auf Gleich. So, und jetzt wird's spannend. Schaut euch diese Zahl sehr genau an. Ja, da kommt schon was. Es ist noch ein bisschen undeutlich. Deshalb tippt auf Plus. Und diese Zahl, die ihr euch gerade ganz genau angesehen habt, tippt ihr jetzt in umgekehrter Reihenfolge ein. Gut, und dann auf Gleich tippen. Schaut euch jetzt das Ergebnis total konzentriert an. Denkt richtig intensiv an diese Zahl, die ihr gerade seht. Ihr könnt sie auch leise vor euch hinflüstern, höre ich ja nicht. Die Zahl, an die ihr jetzt denkt, ist 1089. Und da kommt auch schon der nächste Gedanke, den ihr denkt. Geht Gedankenlesen wirklich? Keine Panik, ich kann nicht wirklich Gedanken. Pfui. Nein, war ein Witz. Beziehungsweise war ein Trick, dass ich wusste, auf welche Zahl ihr euch konzentriert habt. Denn mit Tricks arbeiten alle, die vorgeben, Gedanken lesen zu können. Das war zumindest bis vor ein paar Jahren noch so. Inzwischen gibt es einige Entwicklungen, die manche Menschen sehr gruselig finden. Da komme ich später noch zu. Erstmal, was sind das für Tricks und Techniken? Es sind sehr unterhaltsame Tricks und Techniken. Die sind so unterhaltsam, dass sich daraus Bühnenshows machen lassen. Genau das tun Mentalisten. Mentalismus ist eine ganz eigene Art von Zauberkunst. Mentalisten können Gedanken nicht direkt lesen, aber sie können ganz geschickt und unbemerkt Gedanken einpflanzen. Und sie können das Verhalten und die Gefühlsregungen von Menschen lesen und daraus leiten sie dann ab, was diese Menschen denken. Das ist immer wieder mit einem absoluten Wow-Gefühl verbunden, wenn ein Mentalist beispielsweise die PIN von der Kreditkarte errät. Gefühlt ist es wie echte Magie. Oder wie außersinnliche Wahrnehmung, weil es natürlich unbegreiflich erscheint, dass ein fremder Mensch einfach so auf die Zahl kommt, die ich in meinem Kopf habe. Oft sind wir so fasziniert, dass wir gar nicht genau mitkriegen, wie Mentalisten unsere Mimik und Gestik beobachten, genau wie unsere Stimme und Körpersprache, und das alles blitzschnell analysieren. Also, genaue Beobachtung ist eine ganz wichtige Voraussetzung zum Gedankenlesen. Und natürlich hilft, neben der Fähigkeit, sehr gut Verhaltensmuster zu erkennen, es hilft auch, wenn man Ahnung von Statistiken und Wahrscheinlichkeiten hat. Das beste Beispiel ist Schnick, Schnack, Schnuck oder Schere, Stein, Papier, Echse, Spock. Wenn man weiß, dass dieses simple Spiel sehr intensiv erforscht ist und dadurch auch weiß, wie sich ein Großteil der Menschen rein statistisch bei diesem Spiel verhält, kann man ständig gewinnen. Nur falls es euch interessiert. Eine Studie etwa zeigte, dass Spieler, die in Runde 1 gewinnen, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit in Runde 2 dasselbe Symbol wählen. Wer verliert, ändert dagegen eher seine Wahl in Runde 2. Und wenn man das alles noch geschickt verpackt, sieht das total nach Gedankenlesen aus. Ein bisschen wie beim Wahrsagen, wenn die, die einem die Zukunft vorhersagen, auch super erkennen können, was einen gerade gedanklich beschäftigt. Das funktioniert wie bei Horoskopen. Da gibt's den Barnum-Effekt, übersetzt der für jeden was dabei Trick. Der Namensgeber ist Phineas Tyler Barnum. Der war im 19. Jahrhundert Direktor vom Barnum's American Museum. Das war ein großes Kuriositätenkabinett. Da war für jeden Geschmack was dabei. Und ja, Phineas Taylor Barnum wurde später berühmt als P.T. Barnum, der Zirkusdirektor. Wissenschaftlich ist das Prinzip für jeden was dabei auch als Verifikationsproblem oder Forer-Effekt bekannt. Der US-amerikanische Psychologe Bertram Forer hat 1948 ein sehr besonderes Experiment gemacht. Seine Studierenden sollten einen Persönlichkeitstest absolvieren. Danach bekamen sie das Testergebnis mit einer persönlichen Charakterbeschreibung. Und dann sollten sie angeben, wie gut diese Auswertung auf sie zutraf. Auf einer Skala von 0, mangelhaft, bis 5, perfekt.
Im Durchschnitt bekamen die Bewertungen 4,26 Punkte. Die meisten fanden sich also sehr gut beschrieben. Das Lustige war, Fora hatte den Test überhaupt nicht ausgewertet, sondern allen Teilnehmenden die gleiche Charakterbeschreibung gegeben. Die stammte größtenteils aus einem Astrologiebuch, das Fora sich kurz vorher an einem Zeitungsstand gekauft hatte. In der Charakterbeschreibung stand vieles. Zum Beispiel, sie sind auf die Zuneigung und Bewunderung anderer angewiesen. Sie neigen zur Selbstkritik. Beträchtliche Fähigkeiten lassen sie brach liegen, statt sie zu ihrem Vorteil zu nutzen. Sie bevorzugen ein gewisses Maß an Abwechslung und Veränderung und sind unzufrieden, wenn sie von Verboten und Beschränkungen eingeengt werden. Hey, da finde ich mich auch wieder. Der Test mit dem gleichen Text wurde seitdem oft wiederholt. Der Durchschnittswert der Trifft-zu-Bewertung lag dabei immer so um 4. Den Fora-Effekt findet man auch ganz oft bei anderen Methoden, Gedanken zu lesen. Beim Cold Reading zum Beispiel, das kalte Lesen einer Person. Kalt steht in dem Fall dafür, dass ihr vorher keine Informationen über die Person hattet. Beim Hellsehen kommt diese Technik genauso zum Einsatz wie bei Vernehmungen und Verkaufsgesprächen. Es wird vorgegaukelt, dass ihr etwas über die Person wisst, obwohl ihr gar nichts wisst. Mit dem Ziel, am Ende mehr zu wissen. Vom Prinzip her ungefähr so. Wenn es ein Geheimnis gibt, behalte ich das natürlich für mich. Es sei denn, ihr kennt das Geheimnis schon, dann kann ich ja offen darüber reden. Shotgunning ist dabei eine konkrete Technik. Das sind vage Aussagen, die alle möglichen Bedeutungen haben können. Zum Beispiel, ich sehe ein Herzproblem bei einer Vaterfigur in der Familie. Herzproblem kann vieles sein, von Liebeskummer bis zu tatsächlichen Herzkrankheiten. Eine Vaterfigur kann der Vater sein, der Großvater oder der Gitarrenlehrer. Eben jeder Mensch, der in eurem Leben eine elterliche Rolle spielt. Oder ich sehe eine Frau mit einer Schwärze in der Brust. Von Brustkrebs, Lungenkrankheiten bis hin zu einer tiefen Enttäuschung kann das alles bedeuten. Und unser Gehirn sieht darin sofort den Sinn, der in unserer Lebenssituation am besten passt. Ich spüre übrigens bei euch auch, dass es da eine männliche Figur gibt in eurem Leben, die euch wissen lassen will, dass sie, obwohl sie nicht immer so für euch da war, wie es angebracht gewesen wäre, euch sehr schätzt und froh ist, dass es euch gibt. Übrigens, nicht überraschend bei diesen ganzen gefühlt übersinnlichen Wahrnehmungen, es gibt die nicht in echt. Das zeigte auch die One Million Dollar Paranormal Challenge. Die hat James Randi in den 1960er Jahren ins Leben gerufen. James Randi, auch bekannt als The Amazing Randi, war ein kanadischer Zauberkünstler, der sich einen Großteil seines Lebens dafür einsetzte, kritisches Denken zu fördern. Weil er als Zauberkünstler sehr viele Tricks kannte, wie man Leute in das Licht führt und natürlich auch wusste, wie Mentalisten in ihren Shows die Menschen unterhalten, war er sehr skeptisch, wenn jemand zum Beispiel behauptete, ich kann Löffel mit meinen Gedanken verbiegen und das ernst meinte. Ja, James Randi und Uri Geller waren keine Freunde. Jedenfalls gab es bei der One Million Dollar Paranormal Challenge ein Preisgeld von 1 Million Dollar für den Menschen, der unter kontrollierten Bedingungen übernatürliche oder paranormale Fähigkeiten demonstrieren konnte. Mehr als 1000 versuchten es. Das Preisgeld wurde genau 0 Mal ausgezahlt. Die Challenge endete 2015, als Randi sich ins Privatleben zurückzog. Zurück zum Gedankenlesen. Im Grunde funktioniert das seit Hunderten von Jahren auf 2 Arten. Erstens, ich bringe mein Gegenüber dazu, einen bestimmten Gedanken zu haben, ohne aber, dass irgendjemand merkt, dass ich Inception-mäßig diesen Gedanken einpflanze. Und zweitens, ich überzeuge mein Gegenüber davon, dass ich seine Gedanken gelesen habe, weil alles, was ich sage, nur genau diese Interpretation zulässt. Beides geschickt angewandt kann sehr unheimlich sein, ist aber natürlich nicht so richtig Gedanken lesen. Inzwischen gibt's noch eine 3. Möglichkeit, Gedanken zu lesen, dank Forschung und moderner Technik. Und jetzt kommt der Teil, den man zu Recht etwas gruselig finden kann. Mentalisten lesen Gedanken ja nur indirekt. Sie schauen nicht direkt ins Gehirn. Das wiederum machen Forschende mit der funktionellen Magnetresonanztomographie, kurz FMRT. Damit lässt sich aufzeichnen, welche Bereiche im Gehirn zu bestimmten Zeiten aktiv sind, also
Welche Muster entstehen, wenn zum Beispiel jemand das Bild einer Rose anschaut? Oder ein Bild vom Brandenburger Tor? Oder von einem Schäferhund? Auch Gerüche etwa erzeugen ganz bestimmte Muster im Gehirn. Die Idee ist, dass Forschende durch Auslesen dieser Muster Rückschlüsse ziehen können, woran die Testpersonen in diesem Moment denken. Denn jeder Gedanke in unserem Gehirn erzeugt ein unverwechselbares Aktivitätsmuster, wie ein Fingerabdruck. Gearbeitet wird an diesem Prinzip schon sehr lange. Bereits vor knapp 20 Jahren sind die ersten Studien erschienen und seitdem wird immer wieder berichtet, dass Forschende bald unsere Gedanken lesen können. In Deutschland forscht daran John Dylan Haynes. Er arbeitet an der Charité in Berlin. Und tatsächlich können die Forschenden in Experimenten nur aus Analyse der fMRT-Bilder erkennen, woran Probanden gedacht haben. Dabei gibt es aber eine entscheidende Einschränkung, auf die auch Haynes immer wieder hinweist: Das Gedankenlesen funktioniert nur gut, wenn die Software vorher ausreichend trainiert wird. Haynes nennt das Dekodieren der Hirnaktivitätsmuster. Für das Beispiel gerade eben heißt das, wenn die Software einmal gelernt hat, wie das Aktivitätsmuster aussieht, sobald eine Person an eine Rose denkt, dann kann sie anschließend das Muster wiedererkennen. Also denkt dieselbe Person wieder an eine Rose, erkennt das die Software. Denkt die Person aber zum Beispiel an eine Sonnenblume und das Muster Sonnenblume wurde vorher nicht gelernt, dann können die Forschenden das nicht auslesen. Das heißt, auch das ist bisher kein allgemeines Gedankenlesen. Aber es geht noch weiter. Schon seit langem setzen Forschende KI ein, um auf Basis dieser Hirnaktivitätsmuster Bilder zu visualisieren und zu zeigen, was Personen sehen oder sich vorstellen. Das ist alles sehr aufwendig und auch nicht super genau, aber trotzdem sorgten Studien aus Japan und Singapur vor ein paar Monaten für Aufsehen. Mithilfe von Stable Diffusion, das im Grunde ChatGPT für Bilder ist, konnten aus Hirnscans Nachbildungen gemacht werden von den Bildern, die die Probanden angeschaut haben. Das sind nicht die echten Gedanken, sondern, wie gesagt, Nachbildungen. Stable Diffusion generiert Bilder in dem Fall nicht aus einem Textprompt, vielmehr besteht der Prompt aus Hirnaktivitätsmustern. Das sind echt beeindruckende Ergebnisse. Aber auch das ist nicht allgemein einsetzbar, weil zum Beispiel mein Hirnaktivitätsmuster, wenn ich an Schokolade denke, nicht so aussehen muss wie das von meiner Nachbarin. Trotz aller Fortschritte der Hirnforschung, es gibt bis heute kein Verfahren, mit dem sich die Aktivität aller schätzungsweise 86 Milliarden Nervenzellen des durchschnittlichen menschlichen Gehirns in Echtzeit aufzeichnen ließe. Die Forschung ist davon weit entfernt, sagt Haynes. Aber vielleicht gelingt das ja schon in naher Zukunft mit anderen Hirn-Computer-Interfaces. Wir machen da gern ein Video zu, wenn euch solche Interfaces interessieren. Bis die aber Wirklichkeit werden, bleiben eure Gedanken ganz für euch. Ja, ist wahrscheinlich auch besser so. Ich denke an euch. Bis zum nächsten Video. Ach so, wenn ihr wissen wollt, wie der Trick am Anfang funktioniert, es kommt immer 1089 raus. Macht's gut.